Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Dance. Bevor wir weitermachen, eben schnell ins Menü gegangen, denn eins unserer Digimon kann tatsächlich digitieren. Es ist, ja, Zaza. Zaza hat sein Level erreicht. Und auf zur Digitationsroute. Zu Plesiomon. Ja, ich freue mich aber sowas von. Was ist die X-Taste? Ah, das ist die X-Taste. Okay. Ja, Warmon soll zu Plesiomon digitieren. Und schau mal, ich mal die Stats an, der Hammer. Wuhu. Also ich freue mich schon tierisch auf Plesiomon. Es ist eins meiner Lieblings-Digimon. Und oh, schaut es euch an. Oh. Ja, ich liebe dieses Digimon. Es kommt tatsächlich nur in, soweit ich weiß, jetzt in der dritten Digimon-Staffel, in der sechsten Digimon-Staffel. Ja, und in Digimon World DS und Digimon World DS Dusk und Dawn vor, soweit ich weiß. Schade um dieses schöne Digimon. Ja, hallo Zaza, herzlich willkommen im Team. Ja, die anderen können noch nicht digitieren. Jonas braucht noch Unmengen an Attackenpunkte. Moment, er hat 165 und braucht 200 zum digitieren. Und Murphy braucht sowieso noch 4 Level. Okay. Ja, dann heißt es jetzt auf zum nächsten Gebiet, denn das Virus ist immer noch nicht besiegt und uns wurde aufgetragen, uns sofort, nein, sofort nicht, aber zu den Tropical Isles zu begeben. Und das tun wir jetzt auch eben mal. Okay, hier war ich noch nicht. Sind doch, ich war immer kurz und habe einen Kampf mitgekriegt und bin dann wieder zurückgegangen, weil mir aufgefallen ist, dass ich was ausprobieren wollte. Ja, und dann sehen wir mal, was uns hier erwartet. Ein Etemon. Bekannt aus der ersten Staffel, glaube ich. Und, ja, das glaube ich, das war ein Etemon, der zusammen mit den Gansimonstern unterwegs war. Und der, ja, und auf jeden Fall sind sie schnell. Dann haust du mal auf die Bahn. Mal gucken, was Zaza so kann. Weil er ist jetzt ganz frisch aufs Mega-Level digitiert, ist somit unser stärkstes Digimon und er kann Charge, immer noch die böse Zunge, den bösen Tsunami immer noch, mehr kann er nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er doch ganz schön Schaden raushaut. Probieren wir es mal an diesem Etemon da aus. Und? Jo, okay, also, ich glaube, Murphy ist nichtsdestotrotz immer noch der stärkere von beiden. Wobei er, glaube ich, auf einem Feld mehr Schaden macht als Murphy eben auf, wenn man beide einzeln sehen würde. Also so wie jetzt Jonas angreift. Mal gucken, ob Jonas endlich reicht. Nein, Jonas, du bist so schlecht. Du brauchst mehr Angriff. Und genau das fehlt dir auch, um zu digitieren. Wer von den beiden mal repust? Gut, dann darf unser neu digitiertes Plesiomon Zaza den jetzt platt. Oh, ich bin so froh, dass ich ein Plesiomon habe. Oh. Fehlt nur noch, dass Jonas bald irgendwann seine Punkte zusammen hat. Oh, Schokolade. Ich mag Schokolade nicht. So ganz. Ist mir irgendwie. Okay. Auch schon den Abzweig. Ich hasse Abzweige. Oben, unten, oben, unten. Letztens war oben richtig. Okay. Hat sich schon geklärt. Oben. ja, wir haben zuletzt noch das Dryadmon oben in die Liste getan, anstatt Keramon. Ich gehe auch weiter nach oben. Oh, hallo Igelmon. Ach, du bist ja auch der Hammer. Ja, über dich weiß ich gerade nicht. Nee, über dich weiß ich gerade irgendwie nicht. Und du bist ja auch so schnell. So unglaublich schnell. Ja, egal. Da kloppt jetzt ein Champion. Also, wir haben jetzt einen Champion, ein Ultra und ein Mega-Digimon dabei. Das ist cool. Ja. Oh. Ja, also Murphy hält eine Menge aus und hat zudem auch noch über 4000 HP, während Zaza gerade mal 1000 und Jonas eben 830 hat. Und da sieht man doch einen kleinen, aber feinen Unterschied, was die Stärken unserer Digimon angeht. Und Jonas ist so schwach. Und es gibt eigentlich keine Möglichkeit, den Angriff aufzuputschen, im Gegensatz zur Verteidigung und Defensive. Und ja, ich glaube, das ist ein Etemon-Kampf. Da hatte ich. Tschüss. Oh, jetzt braucht Murphy nur noch 3 Level, bis er auch auf sein Ultra-Level endlich digitieren kann. Währenddessen ist einer schon aufs Mega-Level digitiert.
Und wir haben einen Silphimon, ja, bekannt aus der zweiten Staffel. Die DNA-Digitation von Aquilamon und Gatomon. Ich mag sie. Ich denke mal, in dieser Version des Spiels wird er sie es. Gatomon war ja recht weiblich, während Aquilamon recht männlich war. Ist es also ein S? Keine Ahnung. Sieht manchmal ziemlich weiblich aus. Wobei die meisten Digimon ja eigentlich geschlechtslos gelten. Ja, ich glaube, sie wird hier zu Valkyriemon und, oh, ja, mehr gibt's aber nicht zu sagen. Und da sie gleich netterweise so stehen, haben wir auch gleich mal so drauf. Kann Sasa da mithalten? Mal sehen. Nein, wir könnten aber 2 von 3 ausschalten und da Sasa eh verdammt viele MP hat, im Gegensatz zu den anderen. Och nö, jetzt haben wir nur eine, hätte ich mir so sparen können. Egal. Wobei, hätte ich mir wirklich sparen können. Macht er gleich mal seinen Bauer-Laser. Er hat zwar nicht so viel, na, er hat nur 100 weniger als Sasa. Und boah, ist die eine schnell, die, boah, weicht ja die ganze Zeit aus. Dancing Falcon. Ja, wir weichen auch aus. Und an Sasa macht das nicht gerade viel Schaden. Ja, mal gucken, ob Jonas das hinkriegt. Gerade eben hat er mit einem Volltreffer geschafft, das halbgeschwächte Etemon zu töten. Und ja, er hat's geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und gehen wir weiter. Also ich mag die Insel schon jetzt. Hier ist eine Ananas. Noch eine Ananas. Kann ich die Ananas mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Schade. Oh, eine lila Truhe. Oh, eine lila Truhe. Die dürften wir eigentlich nicht öffnen können. Dryadmon findet gerade den Old Pot. Ne? Ja, genau. Das ist also für Platinum-Thema dann wohl. Ja, Dryadmon, guck in den Topf rein und stelle fest, dass es dann noch weiter hoch geht. Gehen wir erstmal nach oben, gucken uns da um, kann ja nur ein Bug kommen und das ganze Spiel wieder verhauen. Wobei ich hoffe, dass er sich jetzt nicht nochmal zeigt, wobei ich ja auch nicht allzu viel gemacht habe, seit dem letzten Safe-Starte und hui. Und hier geht's auch weiter. Ich hoffe, ich verlaufe mich unterwegs jetzt nicht. Und was hast du? Achso, du ruhst dich aus. Nein, was findest du denn da? Hä? Was ist das? Ja komm, zeig, was findest du? Dryadmon findet... 1000 Bit, okay, als hätte ich Geldmangel. Ach ja, ich habe die Farm einbinden. Nee, habe ich gar nicht ausgebaut. Oder habe ich sie doch ausgebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon vergessen. Ja, auf jeden Fall Kampf. Au, 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 ich bin begeistert, ein Sabaleomon. Dieses, das ist das letzte, das ist das, was Jonas später mal werden soll, wenn er groß ist. Ja, also, nachdem ich dann weiß, dass er eine Menge Angriff braucht, müsste er einen guten, sauberen Angriff drauf haben. Und, oh, ich, boah, neben Plesiomon und Reptilramon meine Lieblinge. Und, boah, der Hammer und schnell und bestimmt stark und das war ein dicker Hit. Ja, pfff. Plesiomon, ich will jetzt hier... Du greifst am besten mal mit deiner Zunge an. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, von so einem Plesiomon abgeleckt zu werden. Auf jeden Fall, beide tot. Super Kombination. Gefällt mir. Kriegt einen Daumen rauf. Ein Like, ein Teilen. Oh Gott. Mainstream-Opfer. Okay, das war's nicht. Cool, also ich... Boah, ich bin begeistert, was es hier für so schöne Digimon gibt. Und irgendwie sieht es aus, als könnten die Giflos wachsen. Wow, Jonas. Angriff ist um 2 gestiegen seit dem letzten Level up. Und noch mehr Giflor-Blumen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich mich hier verlaufe. Mal ganz menschlich, ich habe wirklich Angst, dass ich jetzt hier komplett falsch laufe und nach alles zurücklaufen muss. Oh, wir sind hier richtig. Oh mein Gott. Sowas mit bitte. Ebro-Wormon. Muss ich danach auch noch gegen Bahayumon kämpfen? Das möchte ich nicht unbedingt. Ebro-Wormon habe ich kein Problem mit. Ich mag ihn nicht. Ebro-Wormon. Ebro-Wormon? Ist das in Ordnung? Was ist los, Ebro-Wormon? Hä? Oh nein, das kann nicht sein. Bug bitte nicht. Du auch?
Bitte, Eberroman, komm zur Vernunft. Ja, klopf ihn dreimal auf beide Köpfe und dann mal sehen, wie der Kampf abläuft, weil irgendwie waren die anderen Kämpfe ein bisschen leicht und ja, das sieht ja schon wieder vielversprechender aus, wie oft er dran kommt. Machen wir wie gewohnt drei Felderangriffe. Die bieten sich hier super an in solchen Kämpfen. Und es haut trotzdem rein wie, keine Ahnung was. Und ich glaube, wenn der Jonas angreift, kippt er gleich instant um aus den Socken. Ja, ein bisschen trainiert haben wir ja unterwegs, ein paar Level haben wir geschafft. Auf jeden Fall ein Angriff auf John Murphy. Ja, wenn du Jonas angreifen würdest, würdest du sogar Schaden machen, ja? Wie gewohnt, Dreierangriff. Und Jonas kann zusehen, dass der keinen Schaden rausholt gleich. Elektroschocker. Oh, das könnte wehtun. Ah, armes Asa. Es hat tatsächlich ein paar Pixel verloren. Kannst du irgendwas Vernünftiges, zum Beispiel dreimal angreifen? Vielleicht kriegst du Schaden hin. Und? Oh, Jonas, du machst Schaden! Also ich glaub's nicht. Jonas kann Schaden machen. Das heißt, Eberroman fällt diese Runde, wenn zumindest zwei der drei Tsunamis treffen. Ich glaube sogar einer würde reichen. Und ja, zwei haben getroffen. Eberroman ist down und ja, Murphy hält Level up. Sasa steht kurz davor und Jonas braucht eh noch Ewigkeiten. Vielen Dank, was haben wir da jetzt gerade bekommen? Auf jeden Fall Murphys Defense. Schau die sich mal an. HP, unglaublich. Eine HP von 4300, Attack 353, das ist wirklich extrem höher als die anderen. Defense von 608, das ist der Hammer. Spirit und Speed, das kann ich jetzt gar nicht vergleichen, aber Spirit ist natürlich geringer als die anderen. Ja, oh, boah, der Hammer. Das tut weh. Halt, stopp. Eberroman, ich bin's. Kannst du mich hören? Oh, Anne. Hast du uns gerettet? Ja, aber was ist passiert? Ich wüsste es. Ich erinnere mich daran, ich erinnere mich daran, hier angekommen zu sein, als ich von der Union Office, war schon wieder 1000 Bits gefunden, als ich von der Union Office, entführt wurde. Aber ich habe keine Erinnerung daran, was danach war. Das ist dasselbe wie bei Azul Longmon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Virus daran schuld hat. Erinnerst du dich, das erinnert mich daran. Wie geht's dir? Genau, erst zusammenkloppen, dann fragen, wie es ihm geht. Ich fühle es nicht mehr. Als ich wieder zu Sinnen kam, musste wohl mein System gereinigt worden sein. Ich kann nicht glauben, dass es uns passiert ist. Das ist ein eine Schande? Auf jeden Fall irgendwas Schlechtes für die vier Biester. Ja, wer bist du denn? Ah, ein... Ach, so sieht das süß aus. Tschö, alles lief so gut. Hey, wer bist du? Und weg ist er. Hä? Oh, bitte, das Bright. Er ist weg. Vielleicht weiß er ja von irgendwas. Es ist alles möglich. Eigentlich müsste man mit zwei verschiedenen Stimmen sprechen, weil beide Köpfe meistens abwechselnd reden. Aber irgendwie zeigen immer nur einen Kopf. Das ist traurig. Wenn das wahr ist, dann sollten wir ihm irgendwie folgen. Nein, wir wissen nicht, ob das irgendwas damit zu tun hat. Wir sollten zur Zentrale zurückkehren. Aber wenn es wirklich ein böser Junge ist, sollten wir zurückschlagen, aber erstmal müssen wir seine wahre Identität herausfinden. Natürlich, verstanden. Und jetzt haben wir Eberroman gerettet. Gut gemacht, Ahn. Azulumon und Eberroman sind zurückgekehrt.
Und jetzt ist das Virus verschwunden und das Gate funktioniert wieder. Aber Bahiumon ist noch nicht gefunden worden. Momentan suchen wir ihn. Ja, okay, ja. Und sie versuchen herauszufinden, wer dieses geheimnisvolle Thema war, den wir gesehen haben. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch nicht das Ende von all dem ist. Nun, wir brauchen dich, falls nochmal irgendwas passiert. Natürlich, Sir. Ein Anruf. Ja, genau. Vielen Dank. Den brauche ich jetzt auch in diesem Moment. Puh, okay. Was jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon mir so viel aufgenommen. Ich denke mal, das reicht doch für diesen Part, ne? Ich würde sagen, ich save hier mal eben. Und zwar da. Und sage bis dann und ciao.